Hallo zusammen. Wie gesagt, mein Name ist Uwe Dux. Die meisten von Ihnen werden mich nicht kennen, daher kurz mein Werdegang. Die letzten 2,5 Jahre habe ich hier an der HSR das Bauingenieurstudium auf Masterstufe absolviert. Davor war ich in Chur, habe dort mein Bachelorstudium gemacht, ebenfalls im Bauingenieurwesen. Ich habe mein ganzes Studium berufsbegleitend gemacht. Ich habe während des Praktikums, während des Bachelorstudiums zu 60% bei Gesundwirt Zwicky AG in Chur gearbeitet, habe dort zuerst ein Praktikum gemacht und anschließend noch ein Jahr als Bauingenieur. Seit 1,5 Jahren arbeite ich nun hier am Institut für Bau und Umwelt als Projektmitarbeiter und Assistent. Ab Mai 2018 werde ich dann in Romanshorn beginnen bei Ribi und Blum als Bauingenieur im konstruktiven Ingenieurbau. Das Studium, das ich die letzten 2,5 Jahre absolviert habe, nennt sich MSc, Master of Science in Engineering. Das ist eine Zusammenarbeit von mehreren Fachhochschulen in der Schweiz und besteht zu rund einem Drittel aus Theoriemodulen, die zentral in Zürich absolviert werden, und zwei Drittel bestehen aus Projektarbeiten und schließlich der Masterthesis. Das Beispiel, das ich in dieser Präsentation habe, ist ein Teil meiner Masterthesis. Es ging darum, eine Spannbetonbrücke im Kanton Aargau und einer detaillierten Überprüfung zu unterziehen. Das haben wir mit verschiedenen zerstörungsfreien Untersuchungsmethoden gemacht. Dann Ziel war es, Tragsicherheitsnachweise zu erbringen und ein Maßnahmenkonzept zu erarbeiten. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit habe ich mich dann auch in die BIM-Thematik eingelesen, mir überlegt, wie BIM im Zusammenhang mit Bauwerkserhaltung eingesetzt werden könnte. Der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, sind 27 EC-Testpunkte, das entspricht rund 800 Arbeitsstunden. Dass die BIM-Methode ein steigendes Interesse hat, sieht man nicht nur, dass hier so viele Leute anwesend sind heute. Auch wenn man die Google-Trendlinie anschaut, haben sich die Suchanfragen zum Begriff Building Information Modeling in den letzten 5 Jahren beinahe verdoppelt. Diese lokalen Tiefpunkte, die Sie hier sehen, das sind immer die Weihnachtsfeiertage, wo das Interesse abnimmt. Wie Marius davor in seinem Vortrag erzählt hat, also er hat begonnen, was ist BIM für uns? Das ist wirklich so, dass jeder versteht leicht etwas anderes unter BIM, deshalb muss ich auch zuerst sagen, was verstehe ich unter BIM? Das Bild passt gut, mit dem wird oftmals die BIM-Methode beschrieben, aber auch auf BIM selber passt das recht gut, weil jeder etwas anderes sieht. Vor ungefähr 1,5 Jahren hatte ich mal ein Gespräch mit einer Architekturkollegin, die hat mir dann voller Stolz erzählt, dass sie nun auch BIM machen bei ihnen im Büro. Ich habe das Gespräch gesucht mit ihr und das kam raus, eigentlich hat sie auf 3D-Modellieren gemeint und nicht BIM. Auf der anderen Seite, vor rund einem Monat hat die SRF Digitalredaktion einen Bericht über BIM geschrieben und da stehen so lustige Sachen wie, das Material wird so geliefert, wie man es braucht. Die Arbeiter müssen zum Beispiel auf der Baustelle keine Kabel mehr zuschneiden, weil diese Millimeter genau vom Hersteller geliefert werden. Fairerweise muss man sagen, sie haben dazu geschrieben, unter dem Titel Vieles ist noch Vision geschrieben. Meiner Meinung nach ist es keine Vision, sondern eine Utopie. Also habe ich dann ein fachspezifisches Medium gesucht, um eine Definition für BIM zu finden. Letztes Jahr ist das SCMR-Blatt 2051 erschienen, Building Information Modeling, Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode. Sie beschreiben Building Information Modeling in diesem Dokument mit Teil der BIM-Methode, die die Erzeugung und Verwaltung von digitalen Bauwerksmodellen beinhaltet. Die digitalen Bauwerksmodelle stellen dabei eine Informationsdatenbank dar. Also das Modell scheint im Mittelpunkt zu stehen, da lohnt es sich doch auch zu schauen, was ist überhaupt ein Modell? Ein Modell ist keine exakte Replikation der Realität, sondern eine vereinfachte Widerspiegelung. Herbert Stachowiak hat 1973 ein Buch Allgemeine Modelltheorie verfasst und darin sagt er, dass ein Modell durch mindestens 3 Merkmale gekennzeichnet ist. Das ist die Abbildung, die Verkürzung und der Pragmatismus. Die Abbildung, das ist ganz klar, die Repräsentation eines realen Objekts, wobei dieses Objekt auch ein Modell sein kann. Das ist den meisten klar. Das zweite
ist ganz wichtig, dass die Verkürzung, das sagt aus, dass nicht sämtliche Attribute der Realität erfasst werden, sondern nur diejenigen Charakteristiken, die dem Nutzer, also dem Modellersteller bzw. dem Modellempfänger von Nutzen sind. Und der dritte Punkt, das finde ich fast den wichtigsten, der Pragmatismus, das sagt, dass das Modell keine eindeutige Zuordnung zur Realität besitzt, sondern immer eine Repräsentation für ein bestimmtes Subjekt, zu einem bestimmten Zeitintervall oder für eine bestimmte Operation darstellt. Das bedeutet auch, dass wir uns von der romantischen Vorstellung, dass alle Akteure am selben Modell arbeiten, dass wir uns von dieser Vorstellung verabschieden müssen. Auch werden wir keine Modelle stellen, die von der ersten Projektidee bis zum Lifecycle-Management weitergeführt werden, sondern werden immer wieder neue Modelle für bestimmte Operationen brauchen. Nochmal zurück ins SIA-Merkblatt. Da ist noch ein bisschen detaillierter die BIM-Methode beschrieben. Schreiben Sie, Modelle sind dabei eine Informationsdatenbank rund um das Bauwerk und seine unmittelbare Landschaft. Also hier ist, was Marius vorhin gesagt hat, dass die Landschaft nicht im Building dabei ist, das ja im Messermerkblatt ist das auch geregelt. Das hier ist das Merkmal der Abbildung versteckt. Dann weiter schreiben Sie, es geht nicht darum, ein Bauwerk möglichst detailliert abzubilden. Vielmehr basiert die BIM-Methode auf der Idee, Daten entsprechend den jeweiligen Projektzielen aufzuarbeiten, zu nutzen und weiteren Projektpartnern zur Verfügung zu stellen. Hier haben wir das Merkmal der Verkürzung. Und schließlich, die dahinterstehenden Datenmodelle erlauben, sofern richtig angewendet, das phasen- und adressatengerechte Arbeiten. Entscheidend dabei ist, so viel als nötig, aber so wenig wie möglich an Informationen in die digitalen Bauwerksmodelle einzupflegen. Hier ist das Modell das Merkmal des Pragmatismus. Also wir sehen, obwohl dieses Werk von Herbert Stachowiak 1973 verfasst worden ist, hat es auch heute 2018 immer noch Gültigkeit für die BIM-Methode. Es gibt grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Formen der Modellierung. Zum einen ist das die strukturelle Modellierung. Das liegt vor, wenn die innere Struktur des Objekts bekannt ist und wir diese so weit vereinfachen, damit wir die Projektbedürfnisse befriedigen können. Dieser Fall liegt im Neubau vor, weil wir die Struktur selbst berechnen oder entwerfen, ist es für uns ein leichtes, diese dann zu modellieren und das Verhalten des Bauwerks zu simulieren. Der umgekehrte Ansatz ist die pragmatische Modellierung. Da ist die innere Struktur des Objekts nicht bekannt, aber wir können das Verhalten des Objekts erfassen und aufgrund dieses Verhaltens ein Modell erstellen. In der Bauwerkserhaltung im Bestand ist eine gemischte Vorgehensweise oftmals die sinnvolle. Dabei wird die Struktur soweit bekannt modelliert und dann durch das Verhalten des Bauwerks kann dieses Modell optimiert werden. Dies kann aus wirtschaftlichen Gründen geschehen oder weil die innere Struktur nicht vollends bekannt ist. Dieser Ansatz bedeutet aber auch, wenn wir das weiterdenken, dass es nicht möglich ist, für ein bestehendes Objekt ein Modell mit dem geometrischen Detaillierungsgrad LOD 500 zu erstellen. Müssen wir aber auch nicht, je nach Ziel, das wir verfolgen, reicht ein LOD 300 auch aus. Hier ein Beispiel, wie eine so gemischte Modellierung stattfinden kann. Das ist eine Projektarbeit, die ich im Masterstudium gemacht habe, eine Eisenfachwerkbrücke. Das ist ein reales System. Ich habe das ein Modell erstellt in einem Tragwerksprogramm, habe mit Berechnungen, also das Modell berechnen lassen und parallel dazu Messungen am realen System durchgeführt. Dann habe ich die beiden Ergebnisse verglichen und konnte so das Modell verbessern. Gut, dann gehen wir etwas detaillierter auf BIM ein. Jetzt kommt dann der Teil, was verstehe ich unter BIM. Das SIA-Merkblatt beschreibt verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Die einfachste Form ist das einzelne Modell, wenn ein Fachplaner oder auch mehrere Fachplaner ein Modell haben, aber nur Firmen intern daran arbeiten. Der Informationsaustausch findet über Dokumente statt. Das sogenannte Little BIM Ansatz. Dann, wenn man es weiterführt,
der Ansatz der unabhängigen Modelle. Jeder Fachplan hat sein eigenes Modell. Der Datenaustausch findet weiterhin vorwiegend über Dokumente statt. Vereinzelt werden Daten in unstrukturierter Form ausgetauscht. Dann gibt es das gemeinsame Modell, dass sämtliche Arbeiter am gleichen Modell arbeiten. Das ist aber sehr schwierig umzusetzen, weil jeder Anwender dieselbe Software verwenden muss und die Zugriffsrechte, wer das Modell bearbeiten und verändern darf, müssen streng geklärt sein. Also der Koordinationsaufwand ist relativ groß. Der Informationsaustausch findet hauptsächlich über Daten statt. Und dann schließlich der Ansatz, wo wir hin möchten, mit abgestimmten Modellen, wo jeder Fachplan sein eigenes Modell hat, diese aber unabhängig sind, also wir arbeiten mit Teil- oder Fachmodellen, die dann in einem Koordinationsmodell zusammengeführt werden. Dieser Ansatz bedingt einen offenen Dateistandard, mit dem die Daten ausgetauscht werden kann. Zurzeit wird dieser Standard vom Verein Building Smart zur Verfügung gestellt und nennt sich IFC, also das IFC-Format. Aktuell ist das die Version 4.0 aktuell, aber die Vorgängerversion 2x3 ist auch noch häufig im Einsatz, obwohl diese eigentlich 2013 bereits abgelöst wurde. Die IFC-Datei ist so aufgebaut, dass sie aus vier Layern besteht. Im untersten ist der Ressourcen-Layer, da sind die grundlegenden Informationen abgelegt, wie Geometriepunkte, Materialien, Profile und so weiter. Der Kernlayer greift auf diese Informationen zu und ordnet diese einem Bauwerk oder einem Bauteil beispielsweise zu. Dann darüber ist der geteilte Layer, auf den alle Fachplaner Zugriff haben, und da sind auch Informationen abgelegt, die alle Fachplaner benötigen. Also hier werden dann die Informationen aus dem Kernlayer weiter spezifiziert. Beispielsweise wird das Bauteil als Pfeiler definiert. Dann der oberste Layer, der fachspezifische Layer, sind dann die Informationen, die nur noch ein Fachplaner benötigt, beispielsweise der Tragwerksplaner oder der Bauphysiker. Auf die Bauwerkserhaltung angewendet bedeutet das, dass wir die Zustandsklasse einer Bauwerksuntersuchung, die Druckfestigkeit des Betons oder auch den Kaloritgehalt hier ablegen können. Wenn wir jetzt an ein Objekt kommen und die Zustandsuntersuchung durchführen, bedeutet das in der Theorie, dass die untersten drei Layer bereits im bestehenden Modell vorhanden sind und wir noch die Informationen, die wir gewinnen, ergänzen müssen. In der Praxis bestehen jedoch zwei Probleme. Zum einen, einige von euch haben es bestimmt schon gemerkt, dass ich ein bisschen beschissen habe bei den Ausdrücken hier. Das Fundament gibt es schon als IFC-Klasse, das IFC-Footing, aber für den Pfeiler gibt es keine entsprechende Klasse, auch für die Brücke sind die entsprechenden Klassen noch nicht vorhanden. Also das Problem 1, die entsprechenden IFC-Klassen für den Infrastrukturbauten fehlen. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich einfach gesagt habe, alle meine Bauteile sind Geometrieobjekte, ich konnte sie auch im Modell erstellen, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Das zweite Problem zeigt sich, wenn wir die Entwicklung des Schweizer Straßennetzes anschauen. Zurzeit sind wir in der Schweiz ungefähr bei 71.000 Kilometern in der ganzen Schweiz. Das sind Nationalstraßen, Kantonstraßen und Gemeindestraßen. Und wir sehen, seit ungefähr 1982 ist dieser Wert mehr oder weniger konstant. Es kommt mal noch eine Ortsumfahrung dazu, aber der große Straßenausbau hat vor 1982 stattgefunden. Für all diese Bauwerke, die sich in diesem Straßennetz befinden, sind natürlich keine BIM-Modelle vorhanden. Das heißt, wir müssen die trotzdem selber stellen, wenn wir mit diesen Modellen arbeiten müssen. Was wir auch noch sehen, was sehr interessant ist für uns aus der Bauwerkserhaltung, wenn wir davon ausgehen, dass ein Bauwerk nach 50 Jahren das erste Mal instand gesetzt werden müssen, befinden wir uns hier am Anfang dieser Kurve und werden in den nächsten 15 Jahren einen Zuwachs von 20% haben mit Instandsetzungen von Infrastrukturbauten im Straßenbereich. Das Beispiel, das ich habe, ist ein Objekt, das hier am Anfang dieser Kurve gestellt wurde. Es ist diese Brücke im Kanton Aargau. Links davon führt die A1 durch und das hier ist dann die Autostraße, die nach Aarau führt. Die Brücke wurde 1964 gestellt. 1981 wurde eine erste Instandsetzung der Mittelinsel und der Konsolköpfe durchgeführt und die letzte Hauptinspektion datierte vor meiner Arbeit im Jahr 2012. Mir standen sämtliche Bauwerksakten zur Verfügung, also die Originalpläne von 1964, die Pläne der Instandsetzung sowie sämtliche Überprüfungsberichte. Allerdings kein 3D-Modell.
Im Längsschnitt sieht die Brücke so aus, dass es ein dreifelderiger Durchlaufträger mit unregelmäßigen Spannweiten ist. Das Ganze ist vorgespannt, hier mit dieser grünen Linie dargestellt. Im Querschnitt sehen wir zum einen, dass es sich um zwei Brücken handelt, die in der Mitte durch eine Fuge getrennt sind. Und hier im Mittelfeld sind solche Hohlrohre eingelegt, um das Eigengewicht der Brückenplatte zu reduzieren. Wir haben im Zuge der Untersuchung Georadaruntersuchungen gemacht. Mit einer Georadaruntersuchung wollten wir die Lage dieser Hohlrohre und der Vorspannkabel überprüfen, ob die mit den Planakten übereinstimmen, weil dies für die statische Berechnung einen Einfluss hat. Mit einer zweiten Georadaruntersuchung wollten wir den Chlorid- und Feuchtigkeitsgehalt innerhalb der Brücke überprüfen und danach darstellen. Daraus ergeben sich verschiedene Modellanforderungen. Das sind Ablegen von gewonnenen Informationen, die Darstellung des Zustands der Brücke. Wir wollten die Einlagen kontrollieren, ob die Position stimmt, und eine statische Berechnung durchführen. Die ersten drei Anforderungen kann ich mit einem Bestandsmodell erfüllen, wenn ich das aufgrund der Bauwerksakten erstelle. Ich habe das auch gemacht mit den Hohlrohren hier im Mittelfeld und auch dem Vorspannkabel mit ihrem effektiven parabolischen Verlauf. Für die statische Berechnung brauchte ich jedoch ein Statikmodell. Das konnte ich nicht mehr mit diesem Bestandsmodell durchführen. Um die Informationen abzulegen, konnte ich diesen Bauteilen verschiedene Property-Sets zuordnen und diesen Property-Sets die Attribute der Zustandsuntersuchung ablegen. Dann kann das in einem IFC-Viewer übersichtlich die Informationen gefunden werden, indem einfach grafisch das Bauteil angewählt wird und dann die entsprechenden Property-Sets aufgerufen. Ich kann dann auch das Modell nach diesen Attributen filtern, farblich kennzeichnen und erhalte so schnell einen Überblick über die Zustandsentwicklung des Bauwerks zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich sehe sofort, welche Bauteile haben sich verschlechtert, welche sind gleich geblieben. Wie es überhaupt zu solchen Attributen kommt, dafür müssen wir anschauen, wer alles am BIM-Prozess beteiligt ist. Am wichtigsten ist natürlich der Bauherr, weil ihm gehört das Objekt. Ohne Objekt können wir auch keine Zustandsuntersuchung durchführen. Der Bauherr gibt auch vor, zu welchem Zweck das Modell verwendet werden will. Daraus ergeben sich die Attribute. Der BIM-Manager ist dann zuständig, dass diese Attribute umgesetzt werden. Und er vertritt den Bauherrn und ist für die Qualitätssicherung zuständig. Der Bauherr und der BIM-Manager können auch dieselbe Person sein. Wenn der Bauherr ein Tiefbauamt oder sonst ein Bauherr ist, der viele Bauwerke besitzt, macht das Sinn, wenn er das selber macht oder jemanden angestellt hat für das. Auf der Unternehmerseite oder der Planerseite gibt es einen BIM-Koordinator, der zuständig ist, dass diese Standards eingehalten werden und die firmeninterne Koordination und Qualitätsprüfung durchführt. Und dann gibt es auch den BIM-Modellierer, der das Modell erstellt und die Pläne aus dem Modell. Auch diese beiden Personen können dieselbe Person sein. Der Arbeitsvorgang sieht dann so aus, dass der BIM-Manager auf einer cloud-basierten Datenbank diese Attribute definiert und diese stehen dann sämtlichen Fachplanern zur Verfügung. Die können dann direkt ins CAD eingelesen werden. Wir sehen hier die Bauteilnummer zu übernommen, hier die Bauteilnummer. Da kann der BIM-Modellierer diese Attribute definieren und direkt zurück auf die Datenbank hochladen. Wenn aber der Datenaustausch nicht direkt funktionieren soll, sondern über die IFC-Datei, über diese Mapping-Datei können die Attribute Property-Sets zugeordnet werden, sie können auch noch umbenannt werden und werden dann wie hier im BIM-Viewer wieder gefunden. Ich möchte Ihnen kurz das Georadar vorstellen, um Ihnen danach zu zeigen, wie wir mit diesen Informationen dann im BIM-Modell verfahren sind. Mit der ersten Fragestellung, die Lage der Vorspannkabel und Hohlrohre festzustellen, habe ich zuerst die Erwartungswerte aus den Bauwerksakten gesucht, damit ich überhaupt wusste, wo es Sinn macht zu messen. Wir sind rausgegangen, bei schönster Abendstimmung, haben hier mit diesem Georadargerät die Messungen gemacht. Hier sehen wir unsere beiden chinesischen Austauschpraktikanten, die Messung gemacht haben. Dr. Johannes Hugenschmidt hat das Ganze überwacht und ich habe fotografiert. Dann sind diese Linien gemessen.
Ich habe dann nicht nur fotografiert, ich habe noch GPS-Punkte aufgenommen, damit ich dann im Modell nachvollziehen konnte, wo ich überhaupt gemessen, also wo sie gemessen hat. Sie misst jetzt gerade hier das zweite Feld. Das ist schon mit dem Modell überlagert. Die grünen Linien sind die Vorspannkabel und diese gestrichelten Linien Hohlrohre. Das heißt, bei dieser Messlinie erwarte ich Hohlrohre und auch Vorspannkabel zu finden. Das Ganze sieht dann so aus. Das hat dann Dr. Hugenschmidt, das der Mann da draußen, hat das interpretiert. Der liest da wesentlich mehr raus, als ich sehe. Ich kriege dann eine Tabelle mit Koordinaten. Und hier diese Tiefe Z2, die er angegeben hat, ist hier, wo das X sich befindet. Das heißt, ich erwarte an dieser Stelle ein Vorspannkabel. Ich habe dann diese Daten hier als Punktdatei ins CAD eingelesen. Dann sieht es so aus. Und jetzt habe ich ja mein 3D-Modell mit der Messlinie, die ich draußen aufgenommen habe. Das ist die Sache von einem Klick, dass ich einen Schnitt generiere und sofort sehe, was die Erwartungswerte sind. Dann kann ich das Ganze überlagern und mit einem Blick sehe ich, ob die Positionen stimmen, wie bei dem Vorspannkabel, die sehr gut stimmen, oder ob die leicht aufgeschwommen sind beim Betoniervorgang, wie bei diesen Hohlrohren. Dann gibt es auch Sachen, die ich das Gehradar nicht erfassen kann. Das kann dann nochmals kontrolliert werden. Hier ganz links ist der Fall, dass die zu tief liegen. Da hat das Signal, das Georadar kein eindeutiges Signal mehr reflektiert. Und dieses liegt zu hoch, respektive zu nah an der oberen Bewährung. Da konnte nicht mehr eindeutig unterschieden werden, ob es ein Vorspannkabel ist oder eine Bewährung. Allerdings haben wir Schnitte weiter links und rechts gemacht. Und dann sieht man, dass es dann tiefer liegt und dann kann es zugeordnet werden, ein Vorspannkabel. Diese liegen dann weiter höher und dann können die auch zugeordnet werden. Die zweite Untersuchung, die wir gemacht haben, ist, wie gesagt, dass wir die Chlorid- und Feuchtigkeitsverteilung finden wollten. Dazu haben wir auch einen kleinen Film erstellt. Ich erkläre Ihnen das Verfahren gleich während des Films. Das ist die Luftaufnahme der Brücke. Wir können die ganze Messung unter Verkehr durchführen, wir müssen also die Brücke nicht sperren. Also für die Bohrkerne dann schon, aber für die Messung selber, die kann zu jedem Zeitpunkt stattfinden. Wir haben hier eine mobile Anlage, wir haben ein Gestell machen lassen, speziell für die Georadarantennen. Und dieses Gestell kann an jeder herkömmlichen Anhängerkupplung montiert werden. Das heißt, wir sind vom Fahrzeug relativ unabhängig. Wichtig ist einfach, dass wir diese Stangen im Fahrzeug transportieren können. Da wird auf dem Autodach eine GPS-Antenne montiert, damit wir nachher auch nachvollziehen können, wo wir gemessen haben. Wir haben das Georadar-Gerät übrigens auch draußen an der Ausstellung ausgestellt. Dr. Hugenschmidt ist auch da. Da können Sie gerne das genauer betrachten, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Wir können mit dem Verkehr mitfahren. Das funktioniert bis 80 km/h. Danach sind die Messpunkte zu weit auseinander, dass es noch sinnvolle Resultate ergibt. Also so läuft es in der Realität nicht. Die Auswertung ist doch ein bisschen aufwendiger als hier dargestellt. Was wir dann erhalten, ist ein Modell oder eine Verteilung der Dämpfung des Signals. Ich habe das hier jetzt schon ins Modell übertragen. Also das haben wir schon im Film gesehen, der Aufbau der Georadarantennen, das ist eine Arbeit von circa einer Viertelstunde. Dann hier, das ist der Fahrweg, den es gegeben hat aus den Georadar-Daten. Also sehen wir sofort, wo wir gemessen haben. Wir sehen auch, dass wir diese Messdaten von hier hinten, dass wir die löschen können, dass wir nicht brauchen, sondern nur der Bereich auf der Brücke. Dann wird das Ganze dargestellt. Und dann ist so eine Karte, das ist jetzt nicht kein Feuchtigkeitsgehalt, auch kein Chloridgehalt, sondern die Dämpfung des Signals. Um diese Dämpfung einem Gehalt zuzuordnen können, müssten wir Bohrkerne entnehmen. Das Verfahren kann nicht unterscheiden, ob jetzt die Dämpfung durch Feuchtigkeit oder durch Chlorid hervorgerufen wird. In unserem Breitengrad ist durch einen Kausalzusammenhang vorhanden. Wir haben dann Bohrkerne entnommen, um den Chloridgehalt zu messen und diesen zu bestimmen. Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich Sondagefenster entnommen, um auch den Bewährungszustand, den Korrosionszustand der Bewährung zu kennen. Es hat sich dann gezeigt, dass die ganze Brücke im sehr guten Zustand ist, dass alles im grünen Bereich ist, die Dämpfung
ist zwar vorhanden Unterschiede, aber die Chloridgehalte sind alle unter 0,4 Massenprozent bezogen auf den Zementgehalt. Jetzt könnte man aber auch natürlich eine Prognose erstellen aufgrund des nun bekannten Ist-Zustands. Wenn wir ein Modell ansetzen und die mit den Attributen auch für die nächsten Jahre eine Prognose zu erstellen. Natürlich müssen wir dann später nochmal so eine Georadarmessung durchführen, um diesen Wert zu überprüfen und die Prognose allenfalls anzupassen. Dies hilft dann, um den optimalen Instandsetzungszeitpunkt zu finden. Ich komme nochmal zurück auf diese beiden Modelle. Wir haben nun das Bestandsmodell mit den Informationen ergänzt und ich will jetzt noch die Statik machen. Jetzt ist die Idee, dass ich das Modell von der Untersuchung weitergebe zur statischen Berechnung. Allerdings funktioniert das in der Praxis nicht. Zum einen hat das Bestandsmodell ganz andere Anforderungen als das Statikmodell. Zum Beispiel habe ich hier den Brückenkonsolkopf und das Geländer, respektive die Leitplanke, modelliert. Im Statikmodell brauche ich diese Geometrien jedoch nicht. Es reicht mir, wenn ich das durch eine Linienlast repräsentiere. Anders bei der Verbindung, wo ich den Pfeiler bis in die Mitte der Brückenplatte hochziehen muss, wo der Pfeiler hier unterhalb der Brückenplatte endet. Also ist es zweckmäßiger, wenn ich hier Dokumente weiterleite, sprich die Originalpläne und das Statikmodell neu erstelle. Ein anderes Problem ist, dass die 3D-Modelle entweder Extrusionskörper- oder Begrenzungsflächenmodelle sind. Hier im CAD-Programm sehe ich keinen Unterschied zwischen diesen beiden Körpern. Ich kann beide mit Attributen ausstatten. Wenn ich sie jedoch ins Statikprogramm übertrage, sehe ich, dass der Extrusionskörper erkannt wurde, der 3D-Körper jedoch nicht, das Begrenzungsflächenmodell jedoch nicht. Das liegt daran, dass ich die Wand über eine parametrische Eingabe modelliert habe, wo ich einen Querschnitt definieren kann und dann über eine Linie quasi die Achse ziehe. Das Statikprogramm arbeitet mit Flächen, nicht mit 3D-Körpern. Und da ist natürlich wesentlich, ob die Achse jetzt in X-Richtung oder in Y-Richtung verläuft. Deshalb werden nur die Umrisse angegeben und ich muss dann die Wand selbst noch modellieren. Das ist auch ein Problem, dass die entsprechenden IFC-Klassen der Pfeiler, Brückenplatte und so weiter nicht vorhanden sind. Also, wir sind in der Zusammenarbeit zurückgegangen, dass hier der Datenaustausch nur bedingt stattfindet und der Austausch über Informationen stattfindet. Der Verein Bildungsmat sagt dazu, dass das Teilformat IFC5 befindet sich zurzeit in einer frühen Planungsphase. Es wird aber erwartet, dass Unterstützung für verschiedene Infrastrukturbereiche angeboten werden und auch mehrere oder weitere parametrische Möglichkeiten. Also die haben scheinbar die gleichen Probleme erkannt wie ich jetzt in meiner Arbeit und die arbeiten daran. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass BIM auch in der Bauwerkserhaltung grob viele Vorteile bietet. Wir können Informationen schnell abrufen und teilen. Das Potenzial ist vorhanden. Es wird sogar weiter ansteigen in den nächsten Jahren. Und Informationen können übersichtlich dargestellt werden. Aber es bestehen noch viele offene Fragen. Zum einen, wer soll die ganzen Modelle erstellen für die Bauwerke, die noch keines haben? In welchem Detaillierungsgrad wird das gemacht? Wem gehören die Modelle? Denn die müssen auch unterhalten werden, nicht nur als reale Objekt. Und die Daten müssen irgendwo verwaltet werden. Wo werden die gespeichert? Wie sieht es mit der ganzen Datensicherheit aus? Zum Schluss möchte ich noch eine Frage vorwegnehmen, weil die bestimmt kommen wird. Mit welchen Softwaren habe ich gearbeitet? In meinem Fall war das im CAD Altplan. Das Statikprogramm war Axis VWM13. Ich habe diese Programme gewählt, weil sie bei Bauingenieuren weit verbreitet sind und auch eine starke BIM-Grundlagen bieten. Ich möchte mich bei den Herstellern auch noch bedanken dafür, dass sie nicht nur die Software für Studenten gratis zur Verfügung stellen, sondern auch viele Lerninhalte, Videotutorials und Webinare, die natürlich sehr helfen, das Ganze im Selbststudium kennenzulernen und zu vertiefen. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags angekommen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.